So, Ladies and Gentlemen, wir sind zurück. Patientenplaudern in unserer wundervollen Bleaching Lounge. Und heute habe ich die liebe Eva mit dabei. Und die hat eine ganz, ganz besondere Geschichte, denn sie ist, wie viele andere auch, Mama. Hat aber dann auch in ihrer Zahngesundheit da die ein oder andere Hürde nehmen müssen, die Achterbahnfahrt. Und ja, da sind Brücken bei rausgekommen, es sind Baustellen, es wurde hier geflickt, es wurde da geflickt. Und warum sie jetzt eine komplette Premium All-on-4-Versorgung haben wollte und die hier auch bekommen hat, das erzählt sie uns heute. Ja. Hallo alle zusammen, ich heiße Eva. Ich hatte ganz schlechte Zähne und bin ich super zufrieden, dass ich Dr. Helka gefunden habe und die Versorgung bei ihm gemacht habe. Ja, liebe Eva, du lächelst ja und du strahlst ja auch total. Und man sieht das jetzt in dem Moment, ich gucke gerade auf das Kameradisplay, sieht man das wunderbar, du hast richtig tolle, tolle Zähne bekommen. Aber das war ja nicht immer so, hast du ja schon gesagt. Schwangerschaft und Brücken. Erzähl doch mal, was war denn deine Ausgangssituation? Wie hast du früher ausgesehen? Wie hat sich das angefühlt? Ja, ich hatte panische Angst, erstmal muss ich sagen, von einem Zahnarzt. Danach kam die erste Schwangerschaft, wo die Zähne nicht richtig gesund geblieben sind. Genau, du hattest ja extreme Angst und dann, wenn man schwanger ist, dann hat man natürlich auch andere Probleme, als regelmäßig zum Zahnarzt zu gehen. Und ja, du hast mir gerade schon erzählt, du bist dann auch unregelmäßig aufgrund deiner Angst zum Zahnarzt gegangen. Genau, so war das auch. Und danach habe ich Versorgung mit einer Brücke bekommen. In eine Seite, dann kam die andere Seite und auf einmal beide Brücken waren auch... Sind kaputt gegangen? Ja, sind kaputt gegangen und ja, stand ich auf einmal ohne Zähne. Ja, ganz, ganz schlimm. Wie ist denn dann der Sprung gekommen? Also klar, du guckst in den Spiegel, bist total unglücklich, du lächelst nicht mehr. Essen ist vielleicht auch schon mal wieder ein bisschen schwieriger, aber man fühlt sich natürlich auch blöde so in sozialen Gesellschaften oder wenn man irgendwo mal ist. Wie kam denn dann der Sprung zum Dr. Helka? Wie hast du uns gefunden? Was hast du dann getan? Ja, ich habe im Internet recherchiert und da bin ich auf Dr. Helka draufgekommen. Ich habe seine Berichte im Internet verfolgt und er hat alles super erklärt, wo mir die Angst so ein bisschen weggenommen wurde und habe ich mich auf jeden Fall für Dr. Helka entschieden. Das freut uns, weil da legen wir natürlich besonderen Wert drauf, dass wir gerade bei YouTube auch die ängstlicheren Personen gut überzeugen, beziehungsweise überzeugen ist eigentlich das falsche Wort, eher, dass wir denen eine Welt eröffnen, dass die halt selbstbestimmt entscheiden können, was für sie das Beste ist. Und du bist ja auch nicht ganz nah, du kommst ja nicht hier aus Herne, sondern du kommst aus? Espelkamp, das liegt in der Nähe von Bielefeld, das sind 179 Kilometer. Eine Strecke. Genau. Genau. Die bist du auch heute wieder gefahren, nicht nur des Interviews wegen, sondern du bist noch wegen einer anderen Sache. Deine Mama ist ja auch jetzt hier bei uns. Ja, die macht auch hier. Die liegt quasi gerade, Moment, wo ist mein Finger? Da. Da hinten in dem Raum, da liegt nämlich, der OP ist nämlich angrenzend hier. Und ja, die ist jetzt auch bei uns. 180 Kilometer ist natürlich aber schon eine Strecke. Aber du hast dich ja auch nicht für eine Kontrolle oder einfach nur eine Zahnreinigung entschieden, sondern du bist ja auf das Thema All-on-4 und du hast dir eine Premium-Versorgung für dich gewünscht. Und die hast du ja jetzt auch für dich und dein zukünftiges Leben bekommen. Ja, genau. Ich habe eine Keramikzähne bekommen und bin ich super mit zufrieden. Also mein Lächeln ist wieder da und kann ich nur jedem empfehlen, diese Versorgung zu machen. Habt Mut. Ich möchte euch motivieren, dass es wirklich nicht so schlimm, wie das Ganze aussieht. Ich habe auch überstanden und ich bin super toll zufrieden. Und das sagt jemand, der vorher selber Angst vom Zahnarzt hatte, sitzt jetzt hier und motiviert andere Leute. Toll. Ja, genau. Leute, ich bin glücklich. Ja, also ich denke, das merkt man auch. Und auf mich hat sie auch sofort sehr positiv gewirkt. Und da seht ihr auch mal, wie das ist, dass man auch mit neuen Zähnen halt sofort ein ganz anderes Smile, eine ganz andere Ausstrahlung, eine Aura hat, dass die Leute sagen, ey, was hast du vielleicht neue Klamotten, warum strahlst du so? Die sehen gar nicht die Zähne, weil das ja auch extrem natürlich
der Look ist und nicht wirklich so kachelweiß oder wie mein Polohemd, dass du sagst, boah, was ist denn jetzt los? Sondern irgendwas ist anders. Du strahlst ja so, warum? Und das ist aufgrund der Zähne ganz subtil, unterschwellig und man sieht es da. Also ich habe eigentlich auch nichts mehr zu sagen. Hast du noch was du den Leuten vielleicht mit auf den Weg geben möchtest, Eva? Ja, ich möchte sagen, erstmal vielen, vielen Dank an Dr. Helka. Ich bin super zufrieden und möchte mich herzlich bei ihm bedanken dafür, dass ich wieder schön lächeln kann. Und an alle Leute wirklich, ich möchte euch motivieren, macht das, verliert nicht die Zeit. Ihr könnt auch diese Versorgung hier bei Dr. Helka machen und richtig zufrieden sein, wie ich es bin. Das freut uns. Sie hat übrigens kein Geld dafür bekommen. Sie wollte einfach nur ein Danke. Und das Danke ist halt dieses Video an der Stelle, weil sie einfach so überglücklich ist. Und ich freue mich natürlich auch, dass ich hier jemand Neues in der Bleaching Lounge habe. Ansonsten wünschen wir euch natürlich einen schönen Tag und sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann!